Herzlich willkommen hier bei All for the Game mit mir, dem Daniel, und einer neuen kleinen Serie. Und zwar, wir werden Virtual Pro Settings herausbringen von echten Spielern. Das heißt, wir stellen unseren Pro so ein, wie echte Spieler ihre Einstellungen haben in FIFA. Heute ist Manuel Neuer dran, das heißt so viel wie, heute kommt ein Goalkeeper Setting. Und zwar enthält dieses Setting einmal, ob man traditionell oder akrobatisch spielt, die Größe, das Gewicht, den Fuß, den Körperbau, dann zwei Sachen, die eigentlich nicht so relevant sind, aber für die Leute, die sich dafür interessieren, haue ich die trotzdem rein. Einmal die Schuhe, die der Spieler trägt, und einmal die Torwart-Handschuhe, zum Beispiel für einen Torwart, die ein Torwart trägt. Dazu kommt noch die Eigenschaften und, falls vorhanden, Freistoß, Elfmeter, Stil. So, heute ist wie gesagt Manuel Neuer dran. Manuel Neuer ist 1,93 Meter groß und wiegt, Moment, 92 Kilo. Ich muss kurz im Vorhinaus sagen, das sind nicht die besten Settings für deinen Virtual Pro, sondern es sind die Settings, die echte Spieler in FIFA haben. Wer die besten Settings für deinen Virtual Pro sehen will, schaut einfach auf den Kanal, da ist eine kleine Playlist für Stürmer, Mittelfeldspieler und für Torwart. Die besten Settings. So, machen wir weiter, kleine Werbung. Dann, was ich vergessen habe, ist einmal Position und Stil. Ja, was spielt Manuel Neuer? Manuel Neuer spielt natürlich Innenverteidigung, nein Spaß, spielt Torwart und spielt traditionell. Traditionell ist einfach standfester und hat bessere Fangsicherheit. Akrobat hechtet mehr und kriegt halt die Bälle, die flach kommen, zum Beispiel besser. So, gut, traditionell. Nun, Schuhe, die Manuel Neuer trägt, sind, Moment, muss ich kurz schauen, wo die sind. Sind diese. Benutzt natürlich keine Tapes und die Torwart-Handschuhe, die ich momentan drinnen habe, hat er zu Beginn getragen. Wenn jetzt im Patch neue drin sind, das sehe ich leider nicht, aber in den Einstellungen von FIFA sind diese Manuel Neuers Torwart-Handschuhe. So, die Eigenschaften, was Manuel Neuer benutzt. Einmal bei Ecken offensiv, das heißt so viel wie, ihr könnt als Torwart bei Ecken euch nach vorne porten mit einem Tastendruck. Dann steht ihr vorne bei der Ecke und könnt ein Tor machen oder halt auch nicht. Torwart-Weitwurf, ihr könnt viel weiter den Ball werfen mit der Hand bis zur Mittellinie circa. Und Torwart-Flacher Abstoß, ihr könnt einfach den Abstoß aus der Hand besser nach außen bringen, also genauer. Und du kannst ihn auch weiterschlagen, wenn du ihn mit Schuss machst. So, Freistoßstil natürlich Standard, Elfmeterstil natürlich Standard. So, die Jubelanimation und finale Bewegung hat er keine, das sind Randoms und somit sind wir eigentlich mit dem Setting durch. Ich schau mal kurz, ob wir irgendwas vergessen haben. Traditionell 93-92, richtig, normaler Körperbau, starker Fuß rechts ist richtig, Schuhe, Handschuhe passen. Eigenschaften sind auch richtig. Da habe ich bei Ecken offensiv noch nicht freigeschaltet, deswegen kann ich diese leider noch nicht auswählen. Und Stile sind auch richtig. So, das war der Manuel Neuer Setting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr solche Settings sehen wollt, lasst einfach einen Daumen da. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare drunter schreiben, welche Spieler ihr gerne haben möchtet. Falls ihr einen Cristiano Ronaldo zum Beispiel haben möchtet, schreibt es rein. Dann informiere ich mich mal drüber, was er alles verwendet, und dann hauen wir nächste Woche zum Beispiel das Setting von Cristiano Ronaldo aus. Also lasst einen Daumen da und ich verabschiede mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal.